Und in Berlin begrüße ich Oliver Powalla. Er ist beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, der Leiter Energiepolitik. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, hallo, guten Tag. Herr Powalla, die Energiepolitik in Deutschland, wenn Sie eine Note geben könnten im Moment für die Veränderung Richtung regenerative Energie, welche Note würden Sie ihr geben? 1 bis 6 steht zur Auswahl. 3 minus, würde ich sagen. Warum? Ja, also wir sehen natürlich zum Teil positive Entwicklungen, gerade was so die Zielstellung angeht beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Also das Ziel, 80% erneuerbare Energien im Stromsektor zu haben bis 2030. Aber seit dem Krieg in der Ukraine ist leider nichts Positives mehr passiert aus unserer Sicht oder viel zu wenig, beziehungsweise sind auch sehr falsche Entwicklungen eingeleitet worden. Aus unserer Sicht eine Überplanung bei den LNG-Kapazitäten. Das ist doch ein sehr gefährlicher fossiler Lock-in, der uns da droht. Und da muss unbedingt nachgesteuert werden. Können Sie das erläutern? Überplanung? Wie meinen Sie das genau? Naja, wir haben jetzt ja 14 LNG-Terminals, die im Gespräch sind, also die möglicherweise genehmigungsfähig sind. Das ist natürlich viel zu viel, um unabhängig vom russischen Gas zu werden. Also da sind in erster Linie die Interessen der fossilen Energiewirtschaft befriedigt worden. Und das Ziel, unabhängig zu werden von russischem Gas und den Klimaschutz gleichzeitig einzuhalten, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und das ist sehr, sehr schwierig und wird uns vielleicht noch viele Jahre negativ begleiten. Jetzt ist Robert Habeck gerade zur Stunde in Hamburg und redet bei der weltgrößten Windenergiemesse, der Windenergy, vor den Leuten. Und er wird zitiert mit den Worten: Habeck fordert von den Ländern mehr Tempo beim Windkraftausbau. Klingt für mich als Außenstehender so ein bisschen wie immer mit dem Finger auf dem anderen zeigen. Aber unterm Strich, das eigentliche Problem wird damit umgangen, nämlich die Sache zu beschleunigen. Ja, das ist teils so, teils ein bisschen anders. Also der Bund kann natürlich die Ziele vorgeben. Es ist erstmal gut, dass die Ausbauziele für die Windenergie deutlich hochgegeben wurden. Das ist das, was Herr Habeck in der Hand hat. Dann natürlich auch die Ausschreibungsmengen zu erhöhen. Wir hätten uns gewünscht, dass diese Raumordnungsverfahren, also 2% der Windfläche deutschlandweit vorzustellen, dass das schon 2030 kommt, nicht erst 2032. Also da hätte es auch ein bisschen schneller gehen können. Aber jetzt sind in der Tat ja die Kommunen und die Länder gefragt, das auch umzusetzen. Da kann natürlich der Bund aber auch Geld zur Verfügung stellen. Wenn das liegt ja vor allen Dingen auch an den Ressourcen, also dass in den Kommunen genug Personal zur Verfügung steht, um Genehmigungen zu erstellen, um naturschutzfachliche Prüfungen zu machen. Also einerseits natürlich sind die Länder gefragt, aber sie müssen auch weiterhin unterstützt werden vom Bund. Zu wenig Geld, ein Punkt. Weshalb der Windkraftausbau nicht schnell genug vorangeht, haben Sie noch weitere Punkte? Ja, also es ist ja zum Teil so, dass auch die Herstellung von Windanlagen in Deutschland sehr gelitten hat, dass einige Betriebe pleite gegangen sind. Das ist natürlich schwierig. Also da hätte auch das Wirtschaftsministerium stärker unterstützen müssen, dass die Windkrafterzeugung, also auch die Produktion von Anlagen in Deutschland gestärkt wird. Weil es ist ja so, wenn wir irgendwann mal dazu kommen, massiv Windräder auszubauen und vielleicht gleichzeitig aber auch noch Lieferkettenprobleme haben, dass das ein Faktor sein kann, der dann irgendwann mal die Erreichung der Ausbauziele behindert. Also da mehr strategische Wirtschaftsplanung, auch im Bereich der erneuerbaren Energien und eine finanzielle Absicherung dieses Ausbaus, jenseits der aktuellen Debatten über Schuldenbremsen, das sind wichtige Dinge, die noch passieren müssen. Meint Oliver Powalla, er ist beim BUND der Leiter der Energiepolitik. Ich danke sehr für dieses Gespräch aus Berlin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag dorthin. Ebenso, schönen Tag. Danke.